Hallo liebe Freunde, da sind wir wieder. Wir schauen uns mal in den Ruinen um. In the remains of a human town, you spot a peculiar sight. There's a lone rattling overloading a pack lizard with a dozen of tattered human garments. Agree to escort her back to her hometown. Refuse to offer and we move on. Gut, die hat uns zwar noch gar nichts gefragt, aber wir stimmen zu. The rattling thanks you and quickly finishes strapping up her curious horde before leading you out of town and pointing out the direction of her home. Gut, das ist ja also halb die Richtung, in die wir eh müssen. So halb, zumindest nach unten. Jetzt sind wir tired. Gehen wir mal dahin. Nein, wir gehen dahin. Wir können was kaufen. 295. Das ist eine gute Waffe für den Varia. Melee Attack 2, Target discards 1 card for every 2 damage taken, okay. Melee Attack 3, 1 damage for each of your positive named effect stacks. Haben wir nix. The next 4 times the target hero plays a card this turn, you draw a card. Ah, das ist auch eine Heroic. Okay. Oder das, zum Beispiel für den Range Attack 2, also it's anyone directly behind the target. Move 3, random ranged attack 2. Auch nicht schlecht. Also erstmal können wir die hier verkaufen. Sagen wir, kein Schwein haben. So, und jetzt könnten wir auch das hier kaufen. Ich bin, glaube ich, eher Fan von dem hier. Für dich. So. Jetzt können wir dann auch direkt das wieder verkaufen. Okay, okay. Na, das war's schon. Dann meditaten wir nochmal. Defense 6 on every character ist gut. Force Missile ist gut. Können wir dich irgendwie upgraden noch? Weekend 2. Ach, guck mal, das hält sogar für die nächsten 2 Attacks. Das ist eigentlich ziemlich nice. Ist eigentlich wirklich ziemlich nice. Okay. Ja, weiter. The party enters the ruins of what appears to be an ancient hybrid work pit. Without warning, the sun above flares erratically, causing immense heat to beat down from above, and you are soon confronted by a group of hostile hybrids. Okay. Oh, die stehen alle auf einem Haufen. Environmental effects. Some battles will take place under harsh environmental conditions. Pay close attention to the effect by mousing over the icon next to the recycle shrine at the top of the blah blah blah. Okay. All characters that end their turn not adjacent to an obstacle take 2 unblockable damage. Oh, interesting, okay. Das heißt, wenn ich jetzt direkt reincharge, kann ich irgendwie versuchen zu verhindern, dass die an Obstacles ran können. Oh, das ist auch wieder ziemlich geil. Okay, also das, damit sie 2 läuft. Ja, und dann das hier noch ab, damit sie 2 läuft. So, gleich macht die das. So, hast du nix, was du rushen kannst? Okay, dann sagen wir mal, du redrawst die alle. Okay, Quick Stab ist gut. Move 2. Draw a card. Geil. Und, gehst du hier hin? Ist die Frage, ja, gehst du hier hin. Okay. So, jetzt haben wir aber auch noch Willpower über, damit wir es mega entspannen können. Du machst einfach mal allen 4 Damage. Und du greifst den einfach mal an. So. Du moves 2. Hier kann. Oh, hier kannst du den sehen. Warte mal. Du kannst auch Move 3, Random Ranged Attack. Hier siehst du den. Ja. Und dann. Tschüss. Das hat schon mal ordentlich Damage gemacht. Oh, der beschwört einen Husk.
Boah, das Pullen war mies. Ich verstehe nicht so ganz. Your attacks deal bonus damage equal to the cost of the previous non-move card played. Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Ja, erstmal das hier. Und nach Willpower, achso, okay. Den wollen wir loswerden, diese Runde. Ich denke, was wir machen ist, das hier wegtun. Du machst, du killst den hier. Ja, das ist ja schon mal weg. Dann gehst du hier hin. So. Du. Kannst niemanden killen, ne? Hast du noch Redraws? Nein, hast du nicht, okay. Das ist ungünstig, oder kann ich. Es gibt Defend 3 auf alles. So, ich glaube, ich muss mich hier. Die Heroik schaffen wir diesmal nicht. Also ich muss mich einmal 2 bewegen. Kann ich mich überhaupt. Oder der war richtig mies positioniert, den wir hier gemacht haben. Ne, ich kann nur hier hin. Da kriege ich unblockable Damage. Ey, kannst du mal bitte aufhören mit der Scheiße da? Ja. Ja, kein Bock mehr. Da ja, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Können wir halten, so. Nochmal Redraw. So. Swipe. Der ist nicht schlecht. Trotzdem. Kann ich diese Runde wieder redrawen? Ach, ich kann nur einmal pro Runde redrawen. Oh, was? Kann ich das jetzt nicht rückgängig machen? Da kann ich doch, okay. Okay, ist schon mal gut zu wissen. So, Media Attack 2. Was machst du denn da? Move 5, then draw a card. Die haben sich richtig gut positioniert. Auch dieser Summon hat mich echt genutzt. So, das heißt, du den wegtun. Dann kannst du sagen, der soll ich mal verpissen. Dann sagst du, ich move 4 hin und ihr kriegt beide weakened. So. Das war schon mal gut. Dann kannst du hier hin moven? Nein. Nein. Das ist einfach nur ein Willpower Gain. So, du machst hier Melee Attack. Ah, der kann nicht. Kann ich Melee Attacken. Also, jeder kriegt 3 Defense. Und dann. Kannst du hier hingehen? Hier hin. Nee. Ich denke, hier ist mal das gleiche. Chillst du, chillst du. Du machst dem hier mal Damage. Und dann kriegst du nochmal Defense. Okay. Da ist aber eigentlich ganz gute Damage. Hier. So. Die stehen alle nicht hintereinander. Move 2, gain 1 Willpower. Ja, move sie mal hier hin. Ja, weil du es kannst. Und dann machst du 6 Damage auf den da. Ah,
gibst du den noch ab, wobei damit kannst du auch gleich wen töten. Wovor defend one per space moved. Ja, ich komme nicht um den rum, das ist echt nervig. Das heißt, ich kann auch einfach das hier wegmachen. Warte, was macht das? After you play a move card, deal 2 melee damage to all adjacent enemies. Ja, aber das bringt mir diese Runde nichts, weil ich den nicht, so richtig bewegen kann. So. Da soll ich verpissen. So, und ich move jetzt mal hier hin. Ne, ich bleib einfach stehen. Aber jetzt kann ich mich besser bewegen. So. Du movest mal doch wieder hier. Es war total doof, dass ich mich da wegbewegt habe, weil ich den jetzt nicht mehr sehe. Du kannst den Damage machen. Und den behalten wir. Ach, kann ich mal aufhören, die ganze Zeit Viecher zu beschwören? Das geht schon. Okay. Bonewolf wollen wir nicht diese Runde. Die wollen wir alle nicht. Mal zurück. Dann doch am ehesten noch den Bonewolf. This melee damage gain one willpower. Funktioniert das, wenn ich sage Abfahrt? Ob ich dann noch zwei krieg? Oder krieg ich jetzt zwei willpower? Wenn ich den Damage mache? Nein, nur einer, okay. Aber den kriegen wir. Okay. Wir kriegen alle drei Defense dazu. Und dann sagen wir. Gain shocked 2. The magic attack 5 on the target and for each different named effect you have inflicted on the target. And you can push the target in a random direction. Ja, das ist doch gar nicht. Ah, oh, das kostet aber zwei. Aber das ist nicht so schlimm, wir haben zwei noch. So. Mal so. Pushen wir dich da weg. Ah, da kriegst du Damage, kriegst du nur. Alter, können wir aufhören, die alle zu beschwören? Die ganze Zeit exhausted. Das bringt alles nichts. Alles doof. So. Der ist gut, der nicht so richtig. Den brauchen wir nicht unbedingt. Der kann das Ding jetzt geben. So. Defend. Und das hier. Ich will nicht moven, aber ich muss moven. Und dann werfen wir den ab, um nochmal zu moven. Und dann kriegst du den extra Attack. Okay. Du kannst die mal bitte alle redrawen. Nein, kannst du nicht, weil du schon geredrawt hast. Kann ich sagen, du redrawst. So. Defend 5 oder Melee Attack. Du brauchst das hier nicht. Du, das können wir dir geben. Das ist okay. Den brauchst du nicht. So, dann kannst du dich selbst mal auf 4 defenden. Und den hier auf 1 runter attacken. Okay. Oh Mann, schwere Geburt dieser Kampf. Inspired, was macht Inspired? One to all attack damage. Ach, jetzt ziehen die wieder weg, ey. Fuck mich nicht ab. So, haben wir es bald. Ja, jetzt geht's los. Das heißt, ich spiele erstmal was. Und zwar spiele ich erstmal den. Gehe ich hier hin. Jetzt kriegt ihr alle Rüstung, okay. So. Du gehst zweimal auf Melee. Du gehst zweimal auf Range. Du gehst zweimal auf Melee. Ach, die Hand war zu viel. Das hätte ich hätte besser andersrum gemacht. Na gut. Habe ich irgendwas, das mir Rüstung gibt? Nein. Das kann weg.
Schade. Jetzt komme ich gar nicht auf die 5 Rüstung. Mal allen nur 4 Schaden. So, und da ist ja nicht so schlimm. Du marschierst 2. Was dann? Range Attack. Ach, du kannst gar keinen Range Attack machen. Egal, machst du nur. Der Medi Attack geht auch. Okay. Nehmen wir. So friendly within one space. Oh, das ist ziemlich cool eigentlich. Kostet das was? Das kostet 1. Wen leveln wir denn? Erstmal den Boy. Wir hatten hier Cover Shot. Macht dann Range Attack 4 und 6. Jetzt haben wir hier nochmal Bone Wolf. Oh, den. Okay. Ja. Wem wollten wir das geben? Das geht nur auf sie oder ihn. Toll. Die Frage ist, muss der andere, der ohne Defense ist, auch nur ein Feld entfernt sein? Da müsste ich, glaube ich, eher auf sie machen. Probieren wir das mal aus. Weil da steht halt nicht, dass der ja nur eins entfernt sein muss. So, ich bewege mich irgendwie nicht so wirklich in Richtung Quest. Ah, gehen wir doch dahin. So. You reach the hometown of your Rattling Companion. Your guide takes you inside and introduces you to her partner, who is busy carving up the carcass of one of the couple's lizard. Okay, erstmal können wir leveln. Ja, auf den. I move 2 to target melee attack 3 and inflict immobilized. All attack deal 1 damage per adjacent enemy. Melee attack 2, defend 2. Ist einfach straight upgrade. Continue. Und dann kriegen wir noch Food und Herbs. Und ein Shop. Was haben wir denn hier? Destroy a friendly summoned character and deal magic damage to all adjacent characters equal to the health of the destroyed units. Oh, detonate. Ist eigentlich ziemlich nice. Aber geht so. Was haben wir hier? Melee attack 8 and then push 2 spaces. Das ist eigentlich nicht schlecht. Kostet aber halt auch 3. Hier. Shuffle 2 cards from Shift, Simple Shot and Guard into your deck. Next time you draw cards this turn, draw an extra card. Ne, okay. Ne. Chillen wir mal. Wir haben noch 6. Aber wir nehmen einen Food, nehmen wir noch mit. Was kann. Okay. Das bewegen wir uns hier lang. Wieder in Richtung Quest. Judging by the broken slate headstones scattered around, it looks like you're in the remains of a human graveyard. Start digging. 50% health damage, 25% epic reward, 25% legendary reward. Probieren wir mal. Start digging up the graves, ja. After a while you hear the disconcerting sound of steel on bone. You find iron hinges, but the wooden coffin must have decayed away completely. Oh, nice. Legendary crafting material. Damit können wir die Krone upgraden.